Nein, Deko. Na, ey! Deko! Wow, Alter! Oh. Hey, Marvin, danke. Alter. Daumenflip verkackt. Ey, ey, bitte mich an! Ey, ey. Ey. Okay, ciao. Bleib ja, doch einfach, ey! Ich, Alter, viere gleich im miesen Saft flutschen, ey! Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder eine grandiose Runde GTA. Klappe die 4763. Man kennt ihn. Heute gemeinsam mit Ares und Deko. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen. Hallo, Muchacho. Sünde simulieren. Heute gibt es eine geile Map. Die Fortsetzung der AF-Serie von René. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Hallo. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Guten Rauch, guten Durst, guten Hunger. Guten Dienst, guten Feierabend und guten Besserung. Was heißt AF? Ist das Arsch? Oder was war das? Das hatte ich auch überlegt, aber ich bin nicht sicher. Vielleicht heißt es auch A-Rektale oder A. Verschließfuß. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall Dankeschön, René, für die nächste Map. Kuss geht raus, schon etwas älter. Wir haben unzählige Maps, Mutschatz. Wirklich unzählige Maps, die brutal schwer sind. Ey, René, Alter! Was kommt da? Wahrscheinlich, ich fahr weiter. Ich hab Koralle gemacht. Und ich hab trotzdem verkackt. Nein. Ich hab Koralle gemacht. War doch richtig. Ich extra weit oben fahren, damit ich nicht in Ares reinfahre dann. Und dann geht's auf einmal nur unten weiter. Leute, es gibt eine Regel, ne? Rechts fahren immer. Rechtsfahrgebot. Also, wir haben super, 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 super viele Maps, die brutal, brutal schwer sind. Nein! Richtig brutal schwer. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst da, demnächst reinzugehen. Rechts bitte, rechts fahren. Wir haben ein Rechtsfahrgebot, Deko. Alles oder alles. Aber wenn ich eine Koralle mache, dann bin ich halt überall, ne? Wow! Ja. Alter. Okay. Ach, hier abfahren. Oh, danke schön, Ares, dass du mir das gezeigt hast. Deko, wollt ihr hin, ey? Ich hab verkackt! Ich hab auch verkackt. Also wirklich, okay. Wir haben sicherlich 10, 15 Maps mit 1, 2, 3, 4, 5%. Es ist einfach übel, muss man sagen. Mal schauen, wann wir da reingehen. Ares. Oh, ich bin oben, ich war oben. Ihr habt den Schmutzigen verkackt, oder was? Ja, weil ich gesehen habe, wie Ares da verkackt hat. Oh nein, das war zu früh. Ares, was machst du denn da? Das war zu früh! Ja, ich wollte dir ausweichen. Ja? Ja. Hallo? Ja? Ja? Ey? Ja? Ich hab die Koralle da hinten zu früh gemacht. Okay, dann checken wir diese weiter ab. Irgendwann werden wir sicherlich. Oh. Ist da eine Koralle? Ich glaub. Ist da wirklich eine Koralle? Da ist wirklich eine Koralle! Scheiße! Ich hab's nicht gesehen. Und hab ich nur den Speed gesehen, dachte ich, ist da vielleicht doch nur ein Weitschwung? Da war aber direkt der Punkt dran, dachte ich, ich versuch's einfach mal. Hab sogar mich fast auf meine Arschstellung gerettet. Als wäre er geschummelt gewesen. Oh, du hast gar nicht Boxershorts getragen, ne? Au, Boxershorts! Aber machen wir dann in der nächsten Folge einfach. Oder nächste, okay, nächste Folge. Ja, sonst beschwerst du dich wieder so, nicht am Anfang der Folge. Und schade, wir machen das noch, ja, beruhigt euch. Rechts fahren, ne? Wisst ihr Bescheid? Rechts fahren, dankeschön. Hey! Rudi! Oh. Rechts fahren, Junge! Alter Schwede! Ja, weil ich Deko nicht geglaubt habe mit der Koralle da. Okay. Warum ist noch da, Mann? Warum ist noch... Aber jetzt mach ich die Koralle. 3, 2, und das ist doch hier richtig, oder? Ja. Punkt! Ja, ich dachte schon, ich muss eiskalt noch nach unten flippen, aber... Ich musste not. Okay, also wenn das nur ein einmaliger Wallwechsel ist, dann ist ihm sehr chillig. Also, wirklich ein Doppelter. Oh. Aber man hat wieder ein bisschen mehr Zeit, also... Er will mir wieder nicht glauben, ne? Muss man nach unten flippen? Ich mach's nicht. Ich war oben. Ah, Digga, das war... Oh, das wäre echt ein geiler Mindfuck gewesen. Ja. Aber du musst ganz am Ende, hör nicht auf Deko, flipp nach unten. Du siehst es auch auf der Karte, bevor du dich trollen lässt von ihm. Ich habe ihm nicht geglaubt und diesmal war ich doch, war's gut, dass ich ihm nicht geglaubt habe. Du kleiner, mieser Schlawiner, ey. Digga, irgendwann kriege ich dich, ey. Ich hab den Doppelten verkackt. Ah, Digga, einmal mit Profis arbeiten. Ich wusste nicht, dass ein Doppelter kommt. Hallo, was kommt hier jetzt, Alter? Ich fahre hier gerade alles rückwärts, war das ja, so richtig, ja, okay. Ja. Hier nach oben fahren? Ja, ne? Okay, Deko, dann bitte.
nicht Wegholz, ne? Wir haben beide sehr viel gemacht bis hierher. Lass uns bitte nicht komplett zerstören. Also ich sag mal so, ich bin oben und ich muss jetzt wieder zurück. Ja, ich bin auch oben. Ja. Muss jetzt auch wieder zurück. Muss ich, warte mal. Ne, wobei, hä? Ne, wie soll denn das gehen? Da sind doch ganz viele Bremsen. Muss ich jetzt alles rückwärts fahren oder was? Eigentlich schon, ja. Ja? Oder alles rückwärts fahren? Nein, Deko. Nein, ey! Deko! Wow! Alter! Oh, Digga, du kleiner Schlawiner, ey! Digga, wie er sich einschlägt. Digga, dich ramm ich jetzt noch einmal weg, ey. Einmal. Hä, warum, Alter? Digga, weil ich meine Hose kaka gemacht habe. Undankbarer Fickkopf, Alter. Wo ist Ares eigentlich? Ich mach grad. Hast du schon den Downflip? Nee. Digga, ich hab verkackt, ey. Danke für gar nichts, ey. Ich auch bei der Auffahrt. Okay, das, ihr müsst jetzt wirklich rückwärts den kompletten Weg wieder runterfahren. Ja. Ne? Ich meine, nach oben kennt man, aber nach unten? Ich würde sagen, hier, wenn ich jetzt verkacken sollte, warte ich einmal auf Ares hier. Einmal auf Ares. Boah, mein, ich werd viel zu schnell. Ich werd viel zu schnell. Oh nein. Ding dong. Ey, hast du mich als Plattform genutzt, Deko? Hab ich. Du kleiner Schlawiner. Hab ich. Ja, du musst doch nur, wenn du zu schnell rückwärts fährst, musst du nur ein bisschen nach vorne antippeln. Ein bisschen B antippeln. Wo, was verkackt? Downflip verkackt. Willst du mich auch? Ey, Marvin, du bist so ein... Ich bin so ein Guter. Ein Schmutziger, Alter. Ey, ich bin so ein Guter, ey. Oh. Alter, aber Deko hat mitgemacht, ja? Bei den Mind Games, muss man sagen. Ja, was heißt mitgemacht? Ich hab dir nicht widersprochen. Ah, geil, ey. Ja, was heißt, du musst den ganzen Weg runterfahren? Ja. Und musst dann den Downflip machen? Niemals. Doch. Ja, was muss man denn hier machen? Mir fährt hier rein? Nein, ich hab den Downflip verkackt natürlich, instantly, Alter. Oh, nein, fahr geradeaus, ja? Achso! Kotze! Ey, das war ein richtig, richtig heftiges Mind Game. Digga, aber dass Ares das auch glaubt, dass er da reinfahren muss, ne? Dass er nicht dann die Plattform davon sieht. Ich glaube wirklich, dass uns das nicht. Wow! Ey, Marvin war das. Ich habe das Ganze nur nicht aufgelöst. Ich habe den Troll jetzt nicht verkacken lassen. Das war aber auch echt ein geiles Mindgame, weil dort wirklich der Punkt ist, der nach unten zeigt. Deswegen, oh nein, muss man hier wieder eine Koralle machen? Oh, bitte. Hast du den Downflip geschafft, oder? Ja, natürlich, Bruder. Ich bin doch Pro-Fucking-Boss. Was ist los? Ja, richtiger Analfinger. Oh mein, ich bin aber immer noch nicht beim nächsten Punkt, ne? Also ich fahre den Scheiß immer noch ab, ey, Brudi. Komm jetzt wieder zum Downflip. Nein, Deko, nein. Nein. Was für nein? Weil ich bin... Warum? Ich fahre hier gerade zurück, den ganzen Scheiß. Hast du's? Muss ich hier aus oben fahren? Ich hab den Downflip geschafft, diesmal. Ah, okay. Oh, fuck. Ja, ich muss oben fahren dann. Beim Edward. Okay, ich hab den nächsten Punkt. Oh. Hey, hier oben jetzt Koralle oder was? Da eine Koralle, ja, mach eine Koralle. Das ist nicht gelogen. Ich schwör's dir, das ist nicht gelogen. Wäre auch mies, wenn du mich anlügst. Ich hab dir bis jetzt immer die Wahrheit gesagt. Okay. Also, okay, ich muss sagen, Ares, tut mir ein bisschen leid, dass ich dich an der Stelle irgendwie vollkommen zerstört habe. Also, es tut mir, ey, mein Herz blutet. Aber auch das Herz der Muchachos blutet. Ich gehe mal kurz ein paar Kommentare durch. Ziemlich viele Leute essen ja nämlich beim Schauen unserer GTA-Folgen. Wir haben die letzten Folgen wieder sehr viel, sehr, sehr kothaltig. Sie war wirklich sehr kothaltig, die Folge. Und da haben sich einige bedankt, ja. Aber da frage ich mich, haben wir wirklich wieder neue Muchachos? Haben wir komplett neue Muchachos, dass die das nicht raffen? Also ist doch alles so wie immer, oder? Aber ja, ne? Also klar, wenn man beim Gucken der Folge gegessen hat, dann muss ich schon sagen, könnte schwierig gewesen sein. Ja. Es ging, also ne, es ging nur, um das mal aufzurappeln, falls ihr gerade wieder Jogger, am Snacken seid. Jogger-Code-essende Verhalten von Marvins Hund. Unter anderem, ja. Unter anderem, und worum ging es noch? Es ging noch mal, achso, ein einscheißender... Sprühstuhl. Ein einscheißender Sprühstuhl MMA-Kämpfer. Ja. Und ein einscheißender Sprühstuhl Grundschüler. Grundschüler? Achso, deine Story, okay. Ja. Oh Mann. Grundschüler? Ich dachte, welche Kinderstories haust du denn jetzt schon wieder rein, Was geht denn hier ab, Alles safe. Oh mein Gott! LOL! Oh mein Gott? Okay, ich sag's, Deko, wenn du nach oben fährst, da ist einfach mittendrin ist schon eine Bremse. Also du musst schon sehr, sehr früh den Bremssprung machen. Ey, was mach ich denn? Bremssprung? Du meinst eine Koralle? Eine Koralle, ja. Hab ich gemacht, ja. Sobald es breit wurde, hab ich's gemacht, ja. Achso, okay, weil da war auch schon vorher eine Bremse.
Oh, Digga, jetzt fahr ich. Warum fährt man so viel rückwärts hier, Alter? Ich hab absolut keine Ahnung, ey. Hier muss irgendwo ein Bumper sein, ich muss oben vorne wieder raus. Aber Ares kann doch eigentlich rückwärts fahren. Ares, wo bist du? Hallo! Das Rückwärtsfahren ist bei mir auch gerade überhaupt nicht das Problem. Bei mir ist es gerade der doppelte... Alles andere. Ja, eigentlich schon. Ah, da oben ist der Bumper. Das ist der nächste Punkt! Da ist das Bumper. Und jetzt kommt Marvin wieder entgegen. Nein. Gedanklich schon komplett Brain auf Kai. Hallo Marvin? Aber man muss auch sagen, du hättest es nicht geschafft. Ich hätte es nicht geschafft, aber ich habe mich auch beeilt, muss man dazu sagen. Also ich habe trotzdem wegen dir verkackt. Ich verstehe gar nicht. Ja, wegen mir, sagt er dann wieder, ey, nachdem er Ares so dreckig verraten hat. Ey. Digga, du warst Zuschauer, ja? Eigentlich bist du mitverantwortlich, du hast nichts dagegen gemacht. Ich war Zuschauer, das stimmt, ja. Oh, MG Flip, ja, ne? MG Flip verkackt! Digga, sowas darf man gar nicht verkacken, Brudi. Naja, also ich bin nicht auch wieder hier, ne? Und kann nicht wieder abfahren. Hallo! Ja? Digga, ey, bleib mal mit der Kirche im Dorf, ja? Ey, bleib mal mit der. Okay, er ist nicht da, schade. Okay. Ja, gleich ist Ares schon wieder hier. Ares hat übrigens heute seinen PC bekommen, ja? Ja, den muss ich dann noch in Betrieb nehmen. Und damit hat er einen besseren PC, als wir ihn haben. Also ich fühle mich sehr schmutzig, muss ich sagen. So, wenn wir die Hose jetzt runterlassen würden, hätten wir einen kleineren als Ares. Und das ist ziemlich komisch. Ja, gut, ne? Ja, gut. All die Jahre wart ihr technisch besser aufgestellt. Vor allem eure Audio ist ja nach wie vor besser. Eure Audio und eure... Und unser Content auch, ne? Also muss man auch mal dazu sagen. Naja, da ich ein Teil von dem beschissenen Content bin, ist das... Oh, ja, wollte gerade sagen, ey, shit. Ego, du kleiner Versager. Den meintet ihr mit rückwärts? Da waren sehr viele Sachen, ja. Ja, da war einiges mit rückwärts. Okay, das kriegen wir rein, oder? Hä? Wie? Ey, ich hab extra die Technik gemacht, um dich... Ey, ich hab extra die Technik gemacht. Wie hast du es geschafft? Wie hast du das geschafft? Amateur, Alter. Wie hast du das geschafft? Was für ein mieser Profi ich bin, ey. Digga, ich mach extra die absolute Weckhuftechnik und er schafft es, oder wie? Wie? Digga, ich hab dich einfach rasiert, Alter. Einfach outplayed des Todes. Wie fühlst du dich, nachdem du so hart outplayed wurdest? Okay, du hast es also, okay. Ja, ich hab es noch. Boah! Was kommt denn da alles, Bruder? Ich hab ziemlich Angst in meinem Höschen. Ja, ist nicht ganz unberechtigt. Bin ich durch? Vielleicht bin ich jetzt beim Ziel. Was? Aber 28 Punkte? Insgesamt? Ist am Ende nur noch abjodeln? Ich will nicht ein Helikopter. Lol. Oh, René, Brudi. René, 11 Minuten, Alter. Was ist wohl da los? Also, ich hatte jetzt den Rückwärtspart First Try. Ich glaube, ja, den haben wir auch immer. Oh, vielleicht, warte, ich lande wieder. Ich fahre mal zum Flugzeug. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht müssen wir zum Marvin. Oh, dann besuch mal Ares. Wo muss Marvin denn entgegenkommen? Nein, du sollst Ares besuchen, Brudi. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, du musst nein, was ist denn hier? Muss ich zurück? Wow, okay, habe ich hinbekommen. Digga, muss ich zurück? Oh. Hallo, bitte warte auf Deko, ja? Der ist gerade unterwegs zu dir. Ich war leider zu langsam, um Marvin noch zu rufen hier. Lol, Marvin, really? Ich muss Digga, alles zwei Meter vom Ziel verkackt, ey, Alter. Wie kann man so ein Amateur sein? Alter! Digga, wann hast du das letzte Mal GTA gelernt, ey? Ich finde es gut, dass du schämst wenigstens. Digga, ich wollte es einfach nochmal machen, weil ich hab mich so, bin bei einer Kurve so minimal runtergefahren. Ich wollte das perfekt machen, weißt du? Deswegen habe ich den ganzen Scheiß jetzt hier nochmal gemacht. Hallo? Ja, was kannst du überhaupt, Junge Marvin? Was kannst du überhaupt? Luftmotorrad, Deko kennt ihn. Hi, Deko. Bitte. Hallo. Oh, nee. Ich glaube, du kannst nicht so schnell nach oben fliegen. Ich muss mich jetzt beeilen. Ja, ich kann nicht so schnell nach oben, oder? Oh, nein. Ich hab verkackt. Shit. Oh, nein, mich hat Nein! Du bist ein Knackwell. So, jetzt aber einmal wirklich. So kreist der Hubert hier gerade. Einmal richtig, ja? Ja. Hubertus! Hallo! Hat er es noch geschafft? Digga. Los, ramm ihn weg, los! Hat er verkackt. Ey, du bist so ein mieser Digga. Schacko. Digga! Ne, du kannst mich immer nicht. Oh, jetzt aber, oder? Jetzt aber, ey. Jetzt aber. Digga, jetzt komme ich zu Marvin, ey.
Ja, du kriegst mich eh nicht mehr, du Lappen. Hast du den Wechsler schon geschafft? Nee, nee, ich bin gerade auf dem Weg, Brudi. Okay, dann parke ich mich da drinnen. Fährt er? Hallo, lass mich! Zwischen oben? Zwischen oben, du Arsch. Arschstreichender. Und ich war im Ziel! Digga, was? Okay, als Gaune. Erstes ins Ziel gekommen oder als Schmankerl noch einmal Marvin und Ares getrollt. Das finde ich super, da bin ich dabei. Ja. Gut, ne? So, Ares, wo bist du, du kleine Holznudel? Ja, der Downflip ist arschweit auseinander. Warum? Du bist erst beim Downflip? Ja, fahr rein. Das kann ich. Okay, aber muss wieder dazu sagen, ganz am Ende, René, wirklich schön, aber gerne doppelt so lang, ja? That's what Deko said, er hätte es gerne doppelt so lang. Ich mach die Map auf jeden Fall doppelt so lang. Er macht das. Und für Ars gibt's dann eine 10-Minuten-Challenge. Überprüft das, Muchachos. So. 10-Minuten-Challenge? Oh, ja. Natürlich! Ja, richtig easy, Brudi. Ja? Ja, weiter geht's. Hard Wall Nummer 3. Nochmal die Kommentare durchgegangen und jemand wünscht sich übrigens, Deko, dass wir Satisfactory bringen. Brudi, was hältst du eigentlich von Satisfactory? Ist das nicht so ein Ding, wo man irgendwie Physik studiert haben muss? Ich hätte da so ein bisschen Bock drauf. Ich glaube, also es ist nicht so schlimm wie Minecraft. Okay. Du musst halt eine Fabrik bauen. So, also ich finde es eigentlich ganz cool. Okay. Sieht auch ganz geil aus. Ich habe mir das damals mal angeguckt, aber alleine macht es halt keinen Sinn. Hat Kev das nicht gebracht alleine? Bin ich mir nicht sicher. Könnte sein. Boah, da bin ich überfragt. Aber ja, ich wäre auf jeden Fall interessiert. Okay. Also, mein Numero Uno Game ist derzeit einfach The Forest. Ich habe die ganze Zeit, also Sons of the Forest, muss man vielleicht dazu sagen. Ich habe die ganze Zeit Bock drauf. Ich liebe das Game, ich find's nice. Ich habe erste Stimmen jetzt auch gehört, bei denen es echt große Probleme gibt. Ja? Große Probleme macht, ja. Zwar haben erste Hotfix ja die Story und sowas behoben, aber es gibt nach wie vor noch eben einige Bugs so, ne, aber... Alter, sieht das geil aus hier, dieser Warren. Lecko, Mio. Alter. Also was ich halt, ne, es gibt beim Bauprogramm einige Probleme. No. Zum Beispiel kann man für Verteidigungspalisaden keine Tore bauen. Alter! Aber ansonsten habe ich jetzt nichts gehört. Nee, also sollst du können, aber der Bauplan quasi funktioniert nicht. Okay, ja. Haben sich eben gerettet mit Early Access, ne? Muss man dazu sagen. Aber ja, ich finde für einen Early Access ist echt nice. Vom Look... Sieht es einfach richtig geil aus. Wir haben ja, also ich habe The Forest einfach schon geliebt. Einfach der Shit für mich gewesen. Und jetzt der zweite Teil. Er ist einfach nice, Digga. Er ist einfach richtig, richtig nice. Oh. Deko, ich bin direkt hinter dir, ne? Also verkack ja nicht, du kleiner Lappen. Oh, das ist oh mein Gott, ey. Hä, ich komm nicht hoch! Ich auch nicht! Nein, Alter, war das knapp! Alter, wieso bin ich da nicht hochgekommen? Na, Digga, jetzt kannst du an meinem Arsch schnupfen hier. Ich meine schnuppern. Digga. Aber bisher ist das Feedback auch von The Forest wirklich grandios, muss man dazu sagen. Also ja, und Sponsor auf dem Kanal auf jeden Fall. Auf unserem Channel, ja. Guckt euch die Folgen an, wenn sie euch. Und entscheidet dann, ob ihr es vielleicht auch selber zocken wollt. Ja. Ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja. Aber ne, ich meine, es gibt Leute, die beschweren sich wegen der Story und ich muss sagen, so eigentlich, soweit ich es weiß, haben die Entwickler angekündigt, dass es halt Early Access ist und dass die Story noch nicht fertig ist. Also Story ist das, was am meisten gearbeitet wird. Da habe ich gehört, man kann schon von der Arbeitszeit durchspielen bei GameStar. Aber also nicht die fertige Story, die ist halt irgendwie so ein Platzhalter ist drin. Echt? Ach so, nur ein Platzhalter, echt? Ja. Ich dachte, bei GameStar würde stehen hier, man kann schon die Story komplett durchspielen, nur die wollen das eben mit neuen Inhalten füllen. Ja. Also Inhalte... Ich weiß, es ist okay. Platz, also die Story ist so, wo das wohl auch am meisten dran gearbeitet wird. Jungs, wo bleibt ihr? Wir kommen uns entgegen. Nein, echt? Ja, ich warte hier. Nee, ich komm da einfach nicht hoch am Ende. Ja, ich hab's geschafft. Echt? Bist du dann einfach unten angefahren? Ich glaube, ich war schon wieder zu weit oben. Nichts Großartiges gemacht. Hauptsache, ich warte. Okay, dann jiete ich dich jetzt höchstwahrscheinlich weg, Deko, ne? Hallo? Ja, könnte sein. Hallo, dann lassen Sie mich doch einmal noch versuchen hier, Mister. Vielleicht kann ich auch dich wegjeten. Oh nein, da sehe ich Deko, ja. Oh nein, ich verkack mal runterfahren. So, hallo, bitte. Viel Spaß beim Hochfahren. Okay, ich hab wieder verkackt. Ehrlich? Alle haben verkackt. Oh yeah, yeah. Aber die Map ist eigentlich cool. Ich mag das aber ich muss auch sagen, Digga, Forest, so Bock, Alter. So Bock. Ja. Ja, ich auch. Ich werde es mir auch zulegen, definitiv. Und ich freue mich auf neue Inhalte. Ich lese extra nichts, ja?
Nichts, wo ich mich irgendwie spoilern kann. Ich lese so allgemeine Sachen. So komplett allgemeine Sachen, die lese ich. Marvin, aber, weg! Wie weg? Willst du dich verarschen? Fahr raus, du Lappen! Nee, nix da. Danke für nichts, du Lappen, ey! Ey, Hauptsache, ich will auch nochmal durchkommen. Egal. So ein Chaco, Alter. Aber ich finde, gerade wenn man The Forest gespielt hat, dann ist Sons of the Forest einfach ein richtig würdiger Nachfolger. Richtig nice, ey. So gut, also ich muss wirklich sagen, mir gefällt einfach die Grafik. Also ne, man soll nicht immer so auf Grafik gehen und sowas. Hey Marvin, danke. Alter. Dass ein Early Access Titel grafisch so aussehen kann. Bleib doch mal stehen, Ares, du Lappen! Strong. Echt strong. Hallo, Ares, Ihr miesen Melonensammler, Alter. Wo ist denn Marvin jetzt? Ist er schon? Ich bin jetzt wieder unter der Brücke. Der kommt jetzt. So, und jetzt einmal unten fahren, sagt er, ja? Egal, ich konnte nicht unten fahren, dankeschön. Also ich bin einfach nur hochgefahren, ich hab... Ja, okay, ja, ging. Geblieben, hochgefahren. Ja. Nein! Oh! Oh. Ey! Hat Ares nicht kurz zum Ziel weggefickt oder was? Nein, hab ich nicht. Ich hab Ares, den kleinen Jürgen, gesehen. Ich bin ausgewichen. Nein. Und wollte dann unten fahren. Ey. Ey, Digga. Digga, warum fährst du denn los, wenn du mich da siehst? Ich hab dich noch nicht gesehen. Kock gesehen. Wie sah Kaspar, Alter. Was, Kock gesehen? Ares. Hä? Jetzt? Hä, warum ist Ares denn jetzt gerade im Geist? Okay, ja gut, dann fahr vorbei, ja. Ah, ja, fahr da, passt. Bist bei mir im Geist. Okay, doch nicht. Digga, ey. Ich bin bleib da, doch ich bin einfach. Ne, ey, ich will alter Viere gleich im miesen Saft flutschen, ey. Ey. Ihr habt so viele Zigarettenkaugummis in eurem Arschloch. Was ist denn los mit euch? Aber meinst du Zigarettenkaugummis von diesen Spielzeugsüßigkeiten-Zigaretten oder meinst du. Was sind sonst Zigarettenkaugummis? Nikotinkaugummis. Dann hätte ich Nikotinkaugummis gesagt. Ja, vielleicht auch Zigarettenkaugummis. Digga. Ich hätte gerne einen Hund. Also, möchtest du einen Hund oder möchtest du ein Eichhörnchen? Digga, was war das für ein Scheiß, Alter? Ja, ich möchte ein Eichhörnchen. Einmal noch, Digga, einmal noch, ich alter Viere. Wenn du es jetzt nicht schaffst, musst du uns bei jedem Try durchlassen, wenn du uns siehst. Digga, dann, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann holze ich euch bei jedem Try weg, ey. Das ist mein letzter Kampfeswille ist das. Oh, ich hab verkackt. Wo ist denn Deko, ey? Ah, hi Deko! Ey, Marvin! Ey, wirklich, Alter! Oh, war das schön, ey! Oh. Ey, das ist schon ganz schöner Bastard-Move, Alter! Das war so gerade 2 Meter hinter der schwierigen Stelle, Alter! Yeah, baby! Gib mir mehr, ey! yeah, baby! Alter. Yeah, baby! Yeah! Wie viele ich, Alter! Was ist los mit euch? Digga, ja, Marvin ist los. Er schafft nix, Alter, und ist dann aber so destruktiv. Destruktiv, Digga, du weißt nicht mehr, was das heißt, ey. Schade, Ares. Also, ich hab versucht, noch zur Seite zu fahren. Genau, Alter. Ey, es ist so schön, wenn man einfach mal das umschaltet. Man muss ja, es ist einfach nur, kopfmäßig muss man umschalten. Geil, ey. Oh, Deko, kommst du da? Hallo. Kuckuck. Marvin, wage es nicht. Kuckuck, wage Deko. Es nicht. Ey. Okay, ciao. Ja, Digga, das Spiel verlassen, Digga. Digga, als ob ich da jetzt noch 12 Mal in die Richtung fahre und immer an gleiche Stelle weggeholzt werde. Bonjour. Jetzt ist Casino und dreh eben am Rad. Oh, mach das, ja. Das ist überhaupt dieses komische Taxi, Alter. Bist du vorbeigekommen, Aris, oder? Ja. Echt? Jo. Hey, ich hab dich frontal erwischt. Was kannst du? Was kannst Marvin? Ey, das ist echt... Nichts kann er. Okay, ich wollte arbeiten. Dich eigentlich jetzt vorbeilassen, aber... Ja, du lässt mich jetzt nochmal vorbei. Ey, wenn du mich jetzt... Nee, also... Ey, Marvin! Nee, ey! Hättest du einfach gesagt, ja, ich bin einfach durchgerandomt, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich hab $30,000 gewonnen, dankeschön, Muchachos, bis zum nächsten Mal reingehauen, ciao, ciao! Also, du musst einfach einmal nett zu mir sein. Arsch schenkt der Hammer. Digga, eigentlich ist das gerade so eine kleine Face-to-Face, muss man sagen, ne? Kannst du mich mal am Arsch schenken? Das ist ein Face-to-Face, ja. Warte, wenn ich jetzt eigentlich auch noch alter Viere... Geht die Zeit dann runter? Nein. Dann hat Ares gewonnen. Dann habe ich gewonnen, genau. Die Katze. Ey, das ist auch unlustig so, oder? Ja, also ich schnipp mal. So, Deko. Und Ares, wo seid ihr? Deko, ich hab schon lange gewonnen, Alter. Okay. Schon lange gewonnen. Shit. Shit. Boah, war die Kurve knapp.
war jetzt die hier. Wo seid ihr denn, Digga? Wo seid ihr? Lol. Was ist denn hier? So. Ich hoffe, du verkackst. Boah, ist das assi. Geht's da noch hardcore weiter, oder was? Naja, also... Hier ist eine Schwierigkeit, die mir beim Hinweg nicht aufgefallen ist. Oh. Amateur. Hi! Hallo. Ja, hat Marvin es jetzt? Ja, ich bin jetzt mit Aris auf seiner Seite. Dann kann es nicht mehr so lange dauern eigentlich, oder? Ich weiß es nicht. Das ist echt nicht schwer. Digga. Ich schaue jetzt mal Aris zu, wie der das macht. Ich habe keine Ahnung. So, hier fahren, ja. Alter, was? Wie bleibt man da bitte dran? Mit Skill. Okay, okay. Beim Hochfahren, oder was? Nee, vorher. Vor der Brücke. Die Kurve, ja. Digga, das war mein First Try. Eigentlich vollkommen egal, es geht immer gleich. Einfach nur vom Gas gehen müssen. Ach, vom Gas gehen? Hä, du bist doch hier Ich bin Vollgas unterwegs. Die Vollgasmöwe. Nee, wenn dieser komische Kurve nach unten ist und Kurve nach oben, wenn du wieder aus der Brücke rausfährst. Alter, stimmt, vom Gas gehen, damit er gut hat. Fliegst du raus. Weil du drückst dich selber. Okay, hat Aris das jetzt? Aris hat's. Und steht vorm Ziel. Erster Platz, absolut verdient. Digga. Absolut. Hauptsache, er schafft's nur. Muss man sagen, wow, war das knapp. Er schafft's eiskalt nur, wenn alle Leute Alter 4, ne. Wenn du den Mist mit der Brücke da geschafft hast, oh, ne? Oh, das erste Mal dran, ey. Ja. Passt da bei diesen... Oh, oh, ja, ja. Warte, sag schnell. Wo, was für ein World Gedöns, Brudi? Fahr nicht zu weit oben. Oh. Da ist nämlich so ein Strommast von der Schiene drin. Von der Straßenbahn. Hier. Wow. Lass mich ins Ziel! Schade! Ja! Also René, und jetzt am Ende nochmal irgendwie so ein Face-to-Face, wow, right, Brudi, ey. Da habe ich schon wieder gar keine Lust auf Face-to-Face, ey. Leck my balls, ey. Muchachos! Das war eine gute Vorbereitung. Daumen nach oben ballern! Viel Spaß beim selber spielen. Ich empfehle euch die zweite Map nicht, ja? Zerstört nur Freundschaften und sonst habt noch einen schönen Tag, bis dann reingehauen.